Ich grüße euch, ihr Lieben. Hier bin ich wieder mit dem nächsten Tageskarten-Orakel-Video und zwar heute für den 15. September 2019. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid und ich bedanke mich euch auch für euer Interesse. Und ja, ich habe wieder die zwei Stapeln mitgebracht. Ich gehe da immer nach Intuition, suche ich einen Orakelkarten aus und auch die Lenormand-Karten. Und ja, heute habe ich die wunderbaren Feen dabei und das Fairy Lenormand passt ja schön zusammen. Heute Sonntag soll euch die Leichtigkeit euch auch bringen, so ihr ja frei habt, ne, und nicht vielleicht auch arbeiten müsst. Ja, dann ziehe ich euch einmal eine von den Karten und schau mal, was heute Thema ist oder welche ja, Impulse euch die geistige Welt geben möchte, weil das möchte ich eigentlich immer mit diesen Karten. Okay, hier haben wir die drei des Sommers. Ich lese euch das dann gleich auch vor. Eine ganz schöne Karte und der Sommer noch. Und ich habe auch wieder den Tagesstein mitgebracht, der ist ja immer die ganze Woche, aber trotzdem halt für jeden Tag auch einzeln gedacht und das hätte ich nicht. So, und jetzt ziehe ich euch noch eine Lenormand-Karte. Okay, und hier haben wir, warte, ich zeige es euch auch noch, die Schlange. Na dann schauen wir mal, ich lese euch da noch den Text vor. Neuigkeiten, die gefeiert werden dürfen. Ankündigungen von Hochzeiten und Schulabschlüssen oder Geburten. Freunde, die dir im Herz liegen. Das sind mal so die Stichworte und dann werde ich euch aber noch auch aus dem Büchern vorlesen. Wenn das Universum herrliche Musik spielt, tanze. Wenn das Leben dir freudige Nachrichten präsentiert, feiere sie. Deine Dankbarkeit für das zum Ausdruck zu bringen, was der Himmel dir geschenkt hat, bringt automatisch weiteres Glück und auf diese Weise mehr, für das du dankbar sein kannst. Nimm diesen Moment an wie einen köstlichen Tropfen im Ozean all der Segnungen, die Gott, die Engel und die Feen für dich bereithalten. Vergiss nicht, den Menschen um dich herum zu sagen, wie viel sie dir bedeuten. Verbringe Zeit mit Familie und Freunden, die dir am Herzen liegen. Deine Worte werden mit Wärme angenommen und deine ehrliche Intention werden gewürdigt. An einem heißen Sommertag genießen drei Feen zusammen das kühle Nass, während sie ihr Glück feiern. Wie wunderbar passt das ja auch zum Sonntag. Ja. Also heute ist wirklich wohl ein Tag zum Feiern. Vielleicht feierst du eben auch mit der Familie, weil da kam ja auch so die Familie vor und das passt mit der Schlange, weil die Schlange steht ja so für die Mutter, für die Schwester, kann auch für eine Freundin stehen, für eine Tante, wie auch immer. Also vielleicht hast du da auch gerade wirklich heute eine Familienfeier, etwas mit jemandem zu feiern und eben eine bevorstehende Hochzeit, ja, vielleicht heiratet jemand bei dir oder bekommt ein Kind und es steht auch für strahlende Gesundheit, ja, also auch das so ein Zeichen, vielleicht tust du auch heute irgendwas für dich, im Hintergrund trapselt wieder mal mein Hund, falls ihr das hört, wundert euch nicht. Ja, also das schaut wirklich gut aus, also es ist echt wirklich heute ein Tag zum Feiern, ja, da kann man gar nicht mehr sagen und gar nicht mehr Bedeutung reinlegen und das ist ja, glaube ich, auch das Schönste, was es gibt, einen Tag zum Feiern, einen Tag eben mal zu genießen im Kreise vielleicht eben deiner Lieben und ja, dann wünsche ich dir, dass du das feiern und genießen kannst heute und ich danke dir, dass du mit dabei warst und ja, ich freue mich, wenn wir uns morgen vielleicht oder ja, ich hoffe, es auch wiedersehen beim nächsten Video. Alles Liebe. Tschüss. Baba.